Im heutigen Video pushen wir den neuen Brawler Mandy von 0 auf 750 Trophäen. Dazu habe ich gerade eben erst meine neue Season-Belohnung bekommen. Wir sehen 3000 Star-Punkte. Ich bin aktuell, wie gesagt, ja, sehr fleißig am Pushen und ich denke, da wird in Zukunft wieder einiges mehr möglich sein. Guck mal, man, der ist gerade respawned. Und wieder. Den Brock! Es klappt, ich habe einen Double-Kill gemacht. 8000 Schaden. Und damit, hey Leute und willkommen zu einem ganz besonderen Video, denn heute sind wir von Anfang an zur neuen Season dabei, die jetzt endet oder die neue anfängt. Dank Supercell darf ich 5-mal Mecha Mortis an euch verlosen. Dabei haben wir 8 Pins und noch den Spray sowie das Profilbild. Wenn ihr Mortis noch nicht habt, werdet ihr ihn automatisch freischalten. Wenn ihr dagegen den Skin schon gekauft habt, verlose ich nochmal an die Leute 15 Euro Guthaben. Um mitzumachen, müsst ihr einfach nur in den Brawl Stars Shop gehen und dann ganz rechts meinen Creator Code eintragen, der heißt Jojonas. Und dann davon einen Screenshot als Beweis machen, das Ganze abschicken und dann einen Kommentar schreiben, wie ich euch den Skin und das Paket zuschicken kann. Viel Erfolg und vielen Dank für den Support. Let's go. Und damit sind wir drin im ganz besonderen Video. Ihr hört es vielleicht ein bisschen, ich bin noch krank. Trotzdem wollte ich heute unbedingt diesen Stream raushauen, denn wir können jetzt direkt als einer der ersten weltweit Mandy freischalten und wollen sie heute auf 750 Trophäen pushen. Mandy ist der krasseste Sniper im Spiel mit der höchsten Reichweite, hat eine Ulti, die über die komplette Map geht und unfassbar viel Schaden macht. Wir werden kranke Kills damit raushauen und ihr werdet heute auch wieder sehen, wie das Ganze funktioniert, wie der Brawler am besten gespielt wird und werdet auch viele Tipps für alle Modi hoffentlich mitnehmen können. Also würde ich sagen, auf geht's, euch viel Spaß und ich hoffe, es wird ein geiles Video werden. Nice. Okay, ganz wichtig an der Stelle, neue Season. Wir haben ja das Gewinnspiel mit Mortis. Es ist bestimmt immer eingeblendet gewesen. Gerne mit Creator Code Jonas supporten wir immer, ne? Okay, wir haben die neuen Skins. Ah, die kommen erst raus. Nein. In 4 Tagen. Turchin, Daryl und Bazette. Guck mal, Bernita ist auch im Spiel. Okay, lass erstmal. Oh, wir haben einen Leon-Spray. Oh, das ist cool. Hä, ist abgelaufen. Ey, was? Nein, die Angebote sind wieder weg. Ja, das Spray habe ich noch schnell gekauft. Dann würde ich sagen, das ist der neue Pass. Mit Mandy, mit dem neuen Mandy. Boah, der ist so krass, der Skin, ne? Wir haben ja E-Gems aufgeladen. Passt also. Dann, ne, wir machen direkt plus 5 Stufen. Und, plus 10 sogar. Let's go. Dann jammen wir erstmal alles auf, wie immer. Ey, ich habe auch übel viel gespart. Passt auf. Ich habe 2000 Powerpunkte und fast 6000 Münzen. Wir haben keine Angebote? Oh, gut, dass ich gespart habe. Habe ich irgendwie Crests oder so vielleicht? Aber wir haben Powerpunkte im... Ah, ja, im Pass. Oh mein Gott, let's go. Stimmt, die retten uns den Arsch auf jeden Fall. Alter, dann schaffen wir es safe. Und damit haben wir die letzte Stufe im Pass. Der komplette Pass ist da. Wir werden jetzt alles abholen. Ich würde sagen, wir starten rein mit dem besten Skin, den wir seit längerem hatten, finde ich, im Pass. Und zwar Gummibärnita. Alter. Der hat verschiedene Gummibären in verschiedenen Farben. Ist schon mal ziemlich nice, muss ich wirklich sagen. Jo. An der Stelle wie immer natürlich nicht zu Hause nachmachen. Stimmt, dass ihr euch den Pass kauft, ne? Das ist nur wirklich jetzt hier für den Content. Und an der Stelle natürlich immer extra Dankeschön an den kranken Support aktuell. An die vielen neuen Abos und auch natürlich an alle, die sich jetzt den Pass auch mit meinem Creator Code gekauft haben. Und so weiter und so fort. Kranker Support, danke. Okay, dann würde ich mal sagen, wir holen mal einfach alles aus dem Pass ab und schauen, was wir damit erreichen. Vor allem, wie viele Powerpunkte wir haben und so weiter und so fort. Let's go. Und für eure Münzen sind so wertvoll geworden. Stimmt, da können wir über viele Brawler maxen. Wir haben 6000 jetzt schon. Ich bin gespannt, was wir am Ende haben, dass so ein Pass drin ist. Oh, es ist gerade die... Oh, die Maps müssen wir uns auch noch anschauen. Es ist gerade die offenste Map drin. Ah, nee, die war drin leider. Die ist immer noch gut. LOL! Wir haben zu viele Powerpunkte erreicht. Dann heben wir die gerade erstmal auf und holen die gleich ab. Oh, und wir erreichen ein neues Ruhm-Level. Ja. Okay, also, ey, wir haben alles durch, bis auf den Brawler. Wir haben jetzt 21.000, was? Okay, das ist krank. Die können wir so dringend gebrauchen. Ich spiele ja auch viel Powerliga. Ich habe die letzte Season schon mal in den Top 2000 Deutschlands beendet. Das würde ich sagen, für die erste Season echt ziemlich ordentlich. Oh, und die neue Powerliga-Season hat auch begonnen. Ja, am Ende waren wir nicht ganz so... Nee, wir sind zurückgesetzt worden, deswegen. Hier, Mythisch 1 waren wir bei 15.000 Star-Punkten. Das ist krass. Diese Season will ich noch höher kommen. Okay, ich hätte einen krasseren Skin erhofft. Wobei, okay, ja, doch, der ist ganz gut. Ha, ich habe Platz 1 weltweit in meiner Liste. Der ist gerade Erste. Oh mein Gott, also in Powerliga. Okay, und damit ist es soweit. Wir holen den neuen Brawler ab. Auf geht's. Mandy ist freigeschaltet. Okay, ich bin so gespannt. Ich will so krasse Snipes raushauen. Also, wenn ihr unter Zucker seid, schaut auch bei Mandys Regenbogen-Süßwarenladen vorbei. Mandys Candies. Jeder kennt sie. Oh, was Neues im Shop.
Lol, wir haben sogar den MC Mandy Skin direkt. Da haben wir sogar zwei neue Skins direkt. Hey, wie geil eigentlich, ne? Okay, ihr kennt das Ganze. Power Level 1 Mandy. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin halt so gespannt, wie OP die ist. Okay, schaut euch jetzt hier die Stats an. 1200 Schaden, 2800 Leben. Und damit legen wir los. Power 2, Power 3, Power 4, Power 5, Power 6, Power 7, Power 8, Power 9. Hey, reicht es schon? Power 10? Was? Wir hatten genug für Power 11 direkt? Wir haben übel viel übrig noch. Oh mein Gott. Power Level 11. Und so sieht das Ganze aus. 4200 Leben, 1800. Das heißt, man kriegt immer von Power 1 auf Power 11 50% dazu. Das ist schon krank, ne? 50% einfach drauf. Okay, wir haben natürlich vor allem noch die Skins, die wir gleich abholen können. Aber jetzt erstmal hier. Was haben wir? Okay, erstmal Gears ganz schnell. Lass mal einfach mal so ziemlich alle kaufen. Tempo ist immer stark. Schaden und Schild nehme ich eigentlich immer. Das sind so die Gears, die ich eigentlich immer nehme. Kann ich schon mal Schaden und Schild reinmachen. Okay, jetzt wird's spannend. Gadget. Mannys nächstes Bonbon verlangsamt Gegner 2,5 Sekunden lang, wenn sie getroffen werden. Okay, das ist ziemlich nice. Okay, Star Power. Manny verschießt ihre Bonbons mit 20% höherer Geschwindigkeit, wenn sie fokussiert. Oh, lol. Also, wenn wir stehen bleiben, haben wir nicht nur einen längeren Schuss, sondern diese Schüsse fliegen auch noch schneller. Lol, okay, das hört sich schon broken an. Da bin ich mal gespannt. Da würde ich sagen, wir starten gleich rein. Wir schauen uns mal gleich die Maps an. Die sind nämlich besonders spannend für Sniper. Aber jetzt erstmal noch hier schauen, was wir noch alles haben und auch gerade an Skins, was wir noch bekommen. Okay, machen wir zuerst mal Tara Power 11. Wir haben eigentlich nicht so viele Münzen, aber es passt schon, ganz ehrlich. Tara Power 11 einfach. Boah, das ist schon geil. Da können wir halt auch direkt auch ein zweites Gear dann einstellen für die Zukunft. Und abschließend noch den Magma Mandy Skin. So, jetzt wird's spannend. Magma Mandy. Das ist so ein geiler Skin. Aber das Gute ist, wir haben noch einen weiteren, und zwar MC Mandy. Nochmal wie immer, gerne supporten mit Code Jonas, wenn euch irgendwas kauft. Und damit kommen wir zum Skin. Hey, das ist so geil, wir haben direkt zwei Skins. Let's go. Das ist cool. Das ist echt cool. Damit sind wir bereit. Mandy Power 11. Zwei Skins einfach. Wir werden alles jetzt testen. Und das Geile ist, jetzt schaut euch die Maps an. Also, ich habe es extra noch aufgehoben. Wir haben tatsächlich heute die einzige beste Sniper-Map in Solo-Showdown drin. Und zwar Dunkle Passage komplett offen. Dann haben wir Brawl, das geht, da können wir aufmachen. Hotzone ist auch sehr gut in sehr offenen Mappen. Das Gute ist, Knockout haben wir nochmal eine Sniper-Map. Das wird komplette Rasur heute werden. Und damit geht's los. Mandy Power 11, 0 Trophäen. Wir holen erstmal die erste Kiste. Also, oh mein Gott. Jetzt passt auf. Ja, okay. Das Ding ist, dieser Balken lädt schon relativ lang auf, ne? Ich glaube, es geht echt nur, wenn man da relativ entspannt an der Stelle gut steht. Weil genau das probieren wir direkt im ersten Match zu schaffen. Und vor allem die Ult. So, und jetzt probieren wir es mal. Schaut euch die Kiste an. Kriegen wir die von hier? Oh mein Gott, wir kriegen sie wirklich. Ja, das ist so krank, ne? Das ist so krank, wirklich. Jetzt hier, wir stellen uns hin. Slow nochmal. Okay, jetzt zum ersten Mal die Ult. Ah. Komm, wir slowen. Ah, schade daneben. Okay, jetzt passt auf. Ah, oh nein. Egal, wir slowen den weg. Boah. Das ist schon echt crazy. Eins, zwei, drei und... Ey, das war die erste Runde, okay. Da haben wir jetzt schon mal gesehen, die Mandy funktioniert. Aber, ey, das ist schon krank, ne? Das ist echt krank. Wir haben jetzt als nächstes... Oh, wir haben hier noch einen Hintergrund. Candy Season. Oh nein. Ich find's geil irgendwie. Ist mal was anderes. Okay, und dann haben wir den ersten Skin. War zuerst MC Mandy. Okay, wie ist denn der Skin? MC Mandy. Okay, wir nutzen mal den Range direkt aus. Let's go. Eins, zwei, drei. Hey, ich sehe irgendwie keinen Unterschied. Also, es ist eine andere Animation. Ich sehe es irgendwie nicht so richtig. Jetzt hier den 8-Bit, den nehmen wir richtig raus, passt auf. Ja, irgendwie nicht so ganz. Aufpassen, geslowt. Zack. Und... Boah, knapp. Ey, soweit ich weiß, trifft der Schuss sogar auch durch Wände durch, ne? Das ist halt komplett krank. Müssen wir eigentlich mal testen. Der Schuss irgendeine besondere Animation... der Skin eine besondere Animation? Ich sehe es irgendwie bisher nicht so ganz. Oh, was soll der denn jetzt? So, jetzt warten wir ab. Wir schießen einmal ab und jetzt... Und... Ey, seid ehrlich, das ist schon echt, das ist schon geil. Jetzt hier der Slow. Jetzt haben wir ihn geslowt. Ey, es waren 7000 Schaden, habt ihr das gesehen? 7000.
20 Trophäen haben wir schon mal, sehr geil. Let's go. Der zweite Skin ist der hier. Und der ist halt krank. Magma Mandy. Schaut euch den an. Okay, schaut euch diesen Skin an. Allein die Schussanimation ist halt krank. So, passt auf. Oh, nee, der hat einen Speed. Ja, der hat nicht gesehen. Shit. Muss ich hier schon ein bisschen dodgen. Nein! Lol. Das war schlecht. Okay, also eine Sache, die wir nicht vergessen dürfen, ist, dass wir nicht rumstehen sollten, ne? Ich meine, klar, manchmal ist es auf jeden Fall sinnvoll, aber das Problem ist halt, man darf halt nicht zu viel Risiko gehen, ne? Ne, was ich meine. Jetzt ist auch mal hier den Slow. Oh mein Gott, ich hab ihn gemisst. Shit. Junge, 6 Cubes, Instant Showdown. Muss eigentlich fairerweise sagen, dass wir eigentlich nichts gemacht. Jetzt schau mal hier den Barley an. Ich sehe nicht, ich sehe ihn. Jetzt, komm. Komm. Nein, das hat nicht ausgereicht. Oh, schade. Egal, ich schieße mal auf nicht. Hier? Nee. Boah, ist das insane. Ah, nicht getroffen. Jetzt aber. Das ist schon geil. Okay, machen wir noch eine Runde damit. Ey, und wir haben eine Menge Quests erledigt direkt. Das ist nice. Und passt auf. 4.500 Schaden direkt. Also am schlauesten ist eigentlich folgendes. Hier, wenn ihr in Reichweite von den Kids... Oh, jetzt erstmal hier. Runde abschießen. Wenn ihr in Reichweite von irgendwas seid und da drauf schießt, bleibt einfach stehen. Weil ihr seht, der Balken lädt sich dann automatisch auf. Das ist übel broken. Jetzt hier zum Beispiel. Zack, kurz stehen. Ah, gut, wir müssen jetzt nicht stehen bleiben. Da sind überall Cubes. Was ist denn hier passiert? Und Snipe. Ja, das ist schon geil. Das ist schon geil. Komm, eine Runde machen wir noch so. Das ist halt krank. Wer will uns hier was machen? Hier, die. Wir treffen ihn. Ult. 8000 Schaden. Und damit würde ich sagen, 50 Trophäen. Wir gehen rein in Brawl Ball. Und in Brawl Ball oder allgemein... Oh, wir kriegen Spieler-Icon, lol. Also, in allen Team-Modi oder allgemein in allen Modi müsst ihr eigentlich darauf achten, dass wenn ihr einen Mitspieler habt, braucht ihr Mitspieler, die die Map aufmachen. Also eigentlich gerade alles mit Distanz, was Wände aufmacht, ist halt super schlau, weil ihr dann eben die Wände offen habt und auch die anderen Distanz-Brawler noch stärker werden. So ein Cold ist super stark mit der Silberkugel. Oder natürlich Brock mit dem Gadget hier. Das ist richtig krank. Griff natürlich mit dem Spaßschwein auch. Das sind die drei eigentlich, die am besten wirklich einfallen. Gray mit dem Konzertflügel-Gadget. Das sind die vier eigentlich, die alle gut aufmachen können. Piper eventuell auch, weil Piper erst aufladen muss, ist so die Sache. Okay, wir testen jetzt. Wir haben nur drei Brawler, also zwei Brawler, die Wände oft öffnen können. Mal schauen. So, wir snipen jetzt hier schon mal schön rein. Mit der kompletten Range. Und schauen mal. Ey, setzt dein Sparschwein ja gar nicht ein. Digga, was ist das denn jetzt? Junge, Leute, ihr müsst halt direkt eure Gadgets drauf... Die haben beide nicht gesetzt, oder? Doch, er hat's gesetzt. Aber der, unser Griff nicht. Digga, hier... Ja, jetzt. Ich sag noch hier... Hä, er hat's vor allem dabei und dann nutzt das nicht. So, bitte schön die Wände aufreißen. So. Aber wir sehen jetzt schon, was ich meinte. Schaut es euch an. Das ist crazy. Die kompletten Wände werden hier geöffnet. Jetzt haben wir noch die Ult einmal. Jetzt können wir hier nochmal rein slowen. Es ist natürlich nicht die beste Kombi. So werden wir dauerhaft nicht unbedingt pushen, aber ja, schon einzeln. Aber passt es auf. Wir haben die Map jetzt so aufgerissen. Ich kann jetzt eigentlich hier stehen bleiben und jetzt hier die ganze Zeit so rein snipen. Ne? Das ist komplett krank. Problem ist halt, ja, die Büsche außen ist halt immer. Schaut es euch an, ne? Die komplette Map ist jetzt so verändert. Zack, die Ult nochmal. Volltreffer und das ist es. Boah. Aber ihr seht, was ich meine. Wenn ihr einfach so komplett die Maps so verändert, dass alles aufgerissen ist, das ist halt genial. Das ist halt wirklich genial. So, hier gerade nochmal jetzt eine bessere Runde bestimmt. Weil jetzt wissen wir, wie es geht. Ich habe die krankeste Range jetzt einfach im Spiel. Muss trotzdem natürlich ein bisschen aufpassen, was ich mache. Schaut es euch an, Alter. Das ist so krank. Oh! Ich hab schon. Ah, ich wollte gar nicht teleporten, aber war nicht schlecht. Oh Gott, das ist der Gegner. Ah, ich bin überlebt. Ich wollte das gar nicht. Der Teleport war ja sausmart jetzt. Oh mein Gott. Pass auf. Macht eigentlich Flächenschaden? Kann ich auch noch so Triple Kills damit raushauen? Ja, oder? Oh mein Gott. Schaut es euch an. Diese Kontrolle einfach. Jetzt. Boom. Nicht getroffen, Alter. Schade. Schaut es euch an, ey. Das ist echt crazy, ne? Oh mein Gott. Schade. Oh. Rausgenommen aus dem Leben, ey. Jetzt hier, durch die Wand. Ich kann halt echt durch die Wand absnipen. Das ist, okay, das ist krank. Das ist echt heftig. Pass auf, die Ult. Boah, knappe Sache. Das Gadget verlangsamt die Gegner für 2,5 Sekunden. Das ist ziemlich krass. Pass mal auf, das Gadget eigentlich echt underrated. Passt auf, zack. Cool, wenn man treffen würde halt. Ne? Ich glaube, wir sollten sich einfach so ins Nichts feuern. Das ist ja doch zu riskant. Ho, ho, ho. Jetzt die Ult.
Oh, was? Das hätte so krank werden können. Die ersten 100 Trophäen schon mal. Ich will mindestens einen Double-Kill sehen, wenn nicht sogar noch mehr. Jetzt, komm. Och, was, wir noch den... Ich hab Mr. P gekillt! Junge, der ist gerade einfach respawned, er war direkt tot. Da denkt sich auch nur so, hä, was ist denn jetzt passiert? Wenn ihr keinen seht und die ganz hinten vielleicht gerade sind und die dann Auto-Aim drückt, dann wird ihr automatisch dahin geaimt. Ich glaube, du hast absolut recht. Das ist so geil, wenn man halt live ist. Danke für den Tipp, Felix, ne? Wenn wir nicht sehen können, haben wir keine Ahnung, wo die sind. Aber wenn wir Auto-Aim drücken, dann aimt der automatisch dahin, glaube ich. Ah, slow. Ey. Ult. Oh, ich hab das gesehen, das wäre fast. Das ist halt möglich. Hat der das gesehen? Es war ein Zentimeter vorbei. Es hätte fast der krasseste Double Kill werden können. Hey, wen hab ich denn dann gekillt? Das ist so krass. Also, die Ult ist halt echt. Also, ohne Witz, einer der stärksten Ults im Spiel. Ich meine, es ist nicht aufzuhalten. Es geht über die komplette Map und macht unfassbar viel Schaden. Okay, entscheidendes Spiel für Rang 10 schon mal. Also, bisher muss ich sagen, Manny schon mal sehr, sehr interessant. Also das Gadget würde ich echt nur drücken, wenn die Leute in Sichtreich beide sind. Ansonsten macht es, glaube ich, nicht so viel Sinn. Das sind zu random. Ja. Ey, let's go. Die ersten 10 Minuten gepusht, würde ich mal schätzen. Und wir sind schon mal bei 140 Profil. Was macht ihr denn da oben? Ja, nee, also so nicht. Gray rausnehmen. Und nochmal. Yo! Okay, das muss ins Video bitte rein. Das war zu krass. Ja, wird das natürlich schwierig. Boah, Junge. Alter, hab ich dich gerade aus dem Leben gesniped. Ja. Den auch noch? Triple Kill. Ja, chillig. Ich drück's mal Auto, wir testen es jetzt mal. Es klappt! Es klappt! Das muss ins Video. Ich habe irgendwen ganz hinten getroffen. Es klappt wirklich. Wenn ihr Auto. Jetzt nochmal. Okay, klappt halt jetzt nicht immer, aber es war bestimmt kein Zufall, oder? Oder war es mich einfach nur gerade ausgeschossen? Automatisch, ich glaube aber eigentlich nicht. Ja, okay, der Schuss war nur geradeaus. Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, Auto-Aim ist echt nicht so gut. Das war nur zu. Hier, ich bin straight und dann ging er geradeaus. Da war die Eve durch Zufall gerade. Ich sehe es gerade, die wäre tot gewesen. So, jetzt können wir nochmal testen. Wir stellen es ganz komisch in die Ecke. Jetzt durch Ult. Es klappt! Ich habe einen Double-Kill gemacht! Ehrliche Meinung jetzt. Schau mal hier. Ich habe mich in die Ecke gestellt und die Gegner waren hier. Oh mein Gott, das kann mir keiner erzählen. Das war kein Zufall. Ihr könnt mit Auto-Aim, wenn ihr nicht in Reichweite seid, einfach Auto-Aim. Schaut euch an. Schaut euch an. Hier. WTF. Ich bin mir immer noch nicht ganz... Also wenn das Luck war, dann ist es natürlich noch kranker. Okay. Dann lass uns mal umgedreht. Mit dem Rücken hinstellen und dann schießen. So jetzt. Das ist kein Luck. Also jetzt auf der Schuss gerade, der war ja halt nicht geradeaus. Yes! Das war so wichtig. Oh, der Ball vor allem getroffen. Ja, erstmal Speed hier statt links rein, bitte. Normal. Ist nice. Wir sind Platz 6 in Deutschland. Oha! Junge, wie krank sind die denn bitte? Platz 67 der Welt sind wir gerade. Über der Zahl drüber. Oh, das wäre noch ein David hier gewesen. Boom! Der war schon nice, seid ehrlich. So, ich habe gerade eine kurze Pause für meinen Hals gemacht. Inzwischen geht es wieder. Und dann habe ich ein, zwei Runden gespielt. Leider offscreen, aber schaut euch an. Es ist passiert. Der Schuss kommt. Oh mein Gott. Ich habe den Triple Kill rausgehauen, Leute. Ich habe ihn rausgehauen. Leider nicht on stream. Aber ihr seht es hier nochmal. Schaut sich an. Mein Team wirklich. Oh, so lucky. Und ich gehe jetzt alles auf diesen Schuss. Bam. Oh, man sieht es kaum, ne? Es ist echt. Hier nochmal. Bam! Komplettes Team ausgenommen mit einem Schuss. Das ist halt dumm, dass ich halt krank bin. Das ist halt echt unlucky, ne? Kann man nichts machen. Kann man nichts machen. Treff ich. Oh, ist das nice. Ist das nice. So, jetzt ein Sprout nicht die Wand geben, ganz wichtig. Und dann kann er... Ja, ist halt drin. Nice. Entscheidende Runde für 57... schön wär's. Für 5er Trophäen jetzt hier auch. Uiuiui. Wieso werden wir geslowt? Was ist das für eine Fähigkeit? Keine Ahnung. Wir können auch slowen. Ah, okay. Hey, Groms Sicht ist halt echt sehr, sehr stark hier, ne? So, die ist draußen. Sehr schön. Nice. Boah, was ein Game. 500 jetzt hier. Kann doch nicht sein. Ich muss in die Ecke spielen. Ja, das Grand ist so reingelaufen. Oh, let's go! Die Ult hat gerettet.
Okay, wir sind mit ihm. Oh, die Ult von. Habt ihr das gesehen? Bam, jetzt so reingehauen. Mal 7000. Schön wär's. 4000 Schaden draufgehauen. Also im Griff haben wir es. Oh mein Gott. Hey, ich schätze die Range von der Boxerin. Alter, darf ich nichts sagen. Da bin ich gestorben, dumm. Das wird ein Gegentor. Shit. Okay, jetzt müssen wir uns anstrengen. Wir haben noch 40 Sekunden Zeit. Dann muss es hier raus. Hab den Ball, hab den Ball. Oh, okay, okay. Ausgleich. Last second. Nice. Yes! Triple Kill! Und genau so entscheidet man die Matches, Leute. Triple Kill. 5-fach Trophäen. Nice. GG's. Richtig. Okay, 5-fach Trophäen. Jetzt wird sich rausstellen, in welchen Modi wird Mandy am besten funktionieren. Wir haben zuerst Juwelenjagd und dann noch zwei weitere Modi. Let's go. Wir starten rein mit Juwelenjagd. Die Map sollte ziemlich passend sein. Ne? Das ist eine sehr, sehr offene Map eigentlich. Gerade hier hoffe ich halt, dass ich ganz gut meine Snipes rauspacken kann. So, ihr seht, hier kann ich halt das ganz gut hinplatzieren. Ja, ich glaube, ich muss schon ein bisschen offensiver spielen. Also, ganz so stehen darf ich dann. Oh mein Gott. Slow, slow. Ah, schade, knapp überall. Ey, ey, unser Mate Ulten ist down. Sehr gut die Ult gedodged. Oh, Edge genommen irgendwie. Das war schlecht, mit dem da umzugehen. Junge, der Fang war auch. Counter haben wir verloren, oder? Kann man probieren. Wäre krass gewesen. Oh, wir wurden da komplett hops genommen. Okay, also Juwelen hat überhaupt nicht funktioniert, aber es war nicht gut gespielt. Ja, der Bastion ist halt noch da. Ja, das ist halt das Problem. Ich glaube nicht, dass Mandy wirklich ein guter Brawler für die Map ist, aber ja, mal schauen, wie es laufen wird. Oh, jetzt kommen die Ults raus. Noch eine? Oh, Junge, let's go. Jetzt geht's gerade ab, jetzt geht's gerade ab, Leute. Pass auf. Ich habe meinen Bonbon ausgewählt. Ich hab nicht getroffen. Ich hab mich auch raus. Das war schlecht. Das war schlecht. Da bin ich reingelaufen. Rausgenommen. Oh mein Gott. Nein. Das war nichts. Okay, jetzt Kopfgeldjagd. Gut, dass die Tresor überhaupt nicht gut ist, war irgendwie obvious, muss ich sagen. Aber jetzt, das muss ihre Map sein. Jetzt bin ich absolut gespannt. Die Map ist sehr, sehr offen, wie ihr seht. Und Kopfgeldjagd allgemein ist, glaube ich, genau der Modus, den wir hier für sie brauchen. Und genau so sieht es auch aus. Schaut sich an. Das ist es halt. Passt. Sehr wichtiger Double Kill. Das Ding ist halt, wir liegen immer noch hinten, ne? Ihr seht's ja. Ich kann mal versuchen rein zu snipen. Ja! Nochmal. Ja! Ja! Oh, wichtig. Ja, die Runde war ein bisschen lucky am Ende für mich, dass ich da nicht gestorben bin. Ich bin ein bisschen zu offensiv gewesen. Also hat es einen Werfer gefehlt in der Kombi und trotz. Also ja, also das muss ins Video rein. Ich will gerade noch mal kurz die Kills ansehen. Okay, schauen wir mal rein. Also ich habe, statt jetzt, ich habe 2 Sterne, bin gestorben. War eine schlechte Runde. So, was ist dann passiert? So, ihn raus. Gedodged. Ihn raus. Zack. Double Kill schon mal. Es war schon mal nice. So, jetzt habe ich mir gedacht, so, ich bin wütend. Das heißt, ich mache mehr Schaden, kann die One-Shotten. Bam. Oh man, das ist gerade respawned. Und wieder. Den Brock. Da kriegt ich Verzweiflung. Ich habe den Slow gesehen von Bonbon, das ist echt ziemlich nice. Ich habe eine Ult raus. Was? Was? Ich habe ihn getroffen? Hm. Let's go, 700, hallo. Hm? Ja. Hat alles gepasst. 23 zu 0 sehe ich gerade, oh lol. Okay, also da hat es wirklich alles gepasst. 29 zu 0. Kill gemacht? Nice. Nice. Also teilweise ist... Also das war halt schon wieder... Boah. Okay, es geht in die entscheidende Phase. Für 750 Trophäen. Auf geht's. Jetzt bin ich halt super gespannt. Das ist die offenste Map, die es gibt für Solo-Showdown. Also allgemein für Showdown, wie auch immer. Das ist einfach die offenste Map, die es gibt. Das ist halt, habt ihr gesehen, wie ich den schon mal absnipen konnte? Das ist halt krank. Aber es bringt halt nicht viel, wenn man nur einen Cube hat. Ich muss hier schon mal stehen bleiben. Und den habe ich. LOL. Oh mein. Oh, die erste Runde. War das gerade 3 Kills von mir? Da ist es low, dass uns ausgerechnet das 10er Team pusht. Och nö. Das ist halt Showdown. Das ist so low. Das ist so low, werden Dritter.
Die hatten einfach nur 10 Cubes, weil die direkt am Anfang 5 hatten. Yes! Ja, Mann, so eine starke Runde. Platz 1. Geil. Okay, komm, jetzt daran anknüpfen. Boom. Boom. Oh mein Gott, ich hab den 13. Ey, ohne Witz. Mandy. Cool, ist halt auf einer offenen Map, aber ist krank. 47, let's go, komm. Okay, Leute, die letzten Runden. Ah, Showdown ist schon echt ein Bett. Krank. Showdown ist halt immer ein bisschen random, wollte ich gerade sagen. Aber die Runde war es halt natürlich. Es war lucky auch die Runde. Wir hatten einen super Start mit 5 Cubes. Und dann hatten wir noch so einen. Oh mein Gott, wir machen jetzt einen Snipe. Und dann noch dieses eine Random-Team, ne? Wenn es reingelaufen ist. Eine Trophäe fehlt! Ist das überhaupt ein Shop? Oh, lol. Ein neues Crossplay. Und die kommen. Die kommen alles raus, ne? Ja. 3 Cubes. Die finale Runde 749. Eine Trophäe fehlt. Das bedeutet, wir müssen nur Top 3 kommen, dann hätten wir es. 4 Cubes, Leute. Auf geht's. Kommt die entscheidende Runde jetzt. Ich hab's angecoalt. Jetzt bin ich in der Mitte. Ey, die sind gut, die sind echt gut. Ich meine, die haben auch weniger Cubes als wir und schlagen sich super gut gerade dafür. Okay. Och, Junge. Der Leon einfach Freebin, ich weiß es nicht. Ja, Mann. Tara Ult, Tara Ult. Okay, 8 Cubes Ult ist ganz gefährlich. Weg von denen auf jeden Fall. So, jetzt wieder die schöne Range ausnutzen. Da hat sie gar nicht gerechnet mit dem Range. Ult. Tara getroffen. Ist das krank! Oh mein Gott. Ich sehe den, hä? Wir schaffen. Die Tara nochmal rausgehopst. Aber das war's. Das ist wahrscheinlich. Außer er springt nochmal oder sowas. Komm. Jump, 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 jump. Oh. Ey, super knapp. Was ein geiles Finale. GG's nochmal an Drippy. So geil. 756 Trophäen geschafft. GG's nochmal an alle, die mitgemacht haben. Richtig geiler Push mal wieder. Wie immer, gerne ein Abo da lassen. Und Raidercode wie Jonas. Wenn ihr mich supporten wollt. Und ich weiß nicht, wann die nächsten Videos kommen. Ich bin immer noch krank. Ich hoffe, ich kann auch morgen wieder normal aufnehmen. Haut rein. Hier ist noch der Abspann. Kommt da gerne vorbei. Ciao.